Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Mystery Dungeon. Hallo Shana, du bist auch schon wieder da. Guten Morgen, Shani. Hallo Shana. Oh, wir kriegen bereits wieder Post. Fantastisch. Aber wir haben doch noch Missionen. Klonk. Was hast du denn da für uns, Philippa? Wieder zur Riesenschlucht. Top-Elixier da. Ich weiß nicht. Die jüngsten Naturkatastrophen. Lesen. Pokémon in den betroffenen Gebieten greifen Außenstehende ohne Warnung an. Manche halten eine mysteriöse Macht für verantwortlich. Eine Quelle beschuldigt Dicta der Erdbeben. Doch das Untersuchungsteam bleibt skeptisch. Lagern. Und noch ein Extrablatt. Lesen. Sean ist unschuldig. Teil 1. Sie traf Vulnona auf dem Klärberg. Wer sie? Ach so, weil... Ich bin ja theoretisch weiblich, ne? Aber nur theoretisch. Vulnona bezeugte, dass Shawnee nicht der Mensch aus der Legende ist. Gengars Behauptungen haben sich damit als böswillige Lügen herausgestellt. Gengars empörter Kommentar dazu... Ja. Lagern. Gut, die zwei lassen wir mal im Briefkasten. Wir haben ja, wie gesagt, noch Jobs, und zwar im Stahlberg. Wir gehen kurz nachsehen, ob noch weitere Stahlberg-Missionen vorhanden sind, nachdem wir bei Kecleon waren. Belebersamen kaufen wir natürlich, 2 Stück, auf jeden Fall. Kann man nie genug davon haben. Ja, her damit. Und einen Riesenapfel hätte er auch noch im Angebot. Wie viel kostet der? 100. Ja, ich lasse es mal noch. Und du hier, mein Freund... Was hast du denn schon? Schönes? Ja, nicht viel. Okay, ich glaube, dann kaufen wir mal wieder ein Gebiet. Wie wäre das denn? Ja, ich habe immer nicht geglaubt, Johnny. Ja, weil du mein Freund bist. Okay. Ich kaufe mir... Altes Labor, Gewitterplateau, Klüftplateau, Magnetmine. Ich kann mir nur 2 leisten. Shit. Wandlerwald. Ich wette, da kommt nur ein Ditto hin. Ich kaufe mal den Wandlerwald. Ja, Luffy! Gut, ist das offen. Und dann kaufe ich mir am besten noch Klüftplateau. Das klingt gut. Das klingt gut. Nehmen wir das. Und dann, bevor ich es vergesse, wollte ich ja mal noch zu Schluppuck. Ich glaube, der kann auch Attacken mir beibringen, die ich verlernt habe. Weil, wie gesagt, irgendwie fehlt mir... die Synthese. Auch ich habe an dir gezweifelt, es tut mir so leid. Wenn du bereit bist für einen Neuanfang, dann werde ich dir gerne wieder zur Verfügung stehen. Keine Sorge, Schluppuck, ich bin dir nicht böse. Um meine Attacken... erinnern. Welche Attacke soll denn heute... Okay, nee, Synthese gibt es scheinbar hier nicht. Okay. Weitermachen, nein. Okay. Ja, ich würde jetzt gerne... den Stahlberg abklappern und dann mal zum Dojo gehen, ehrlich gesagt. Okay, hier ist nichts Neues. Ich habe ein Problem, eskortiere mich, bla 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 bla. Ja, wir sind ja nicht das einzige Retterteam, das unterwegs ist, nicht wahr? Also müssen wir uns keine Sorgen machen. Die Jobs werden schon angenommen. Und ich möchte jetzt schon mal kurz zum Dojo, ganz im Ernst. Nur ausgedehntes Training verhilft zu wahrer Stärke, ja, trainieren. Welches Training wünschst du? Wir beginnen mal... Wir beginnen mal oben mit dem Normaltraining. Das Normaltraining? Du hast dich entschieden. Training möge beginnen. Okay, und nun? Müssen wir einfach nur einen Dungeon erklimmen? Hier, bam. Radikal, geh nicht weg. Geh nicht weg. Du bist immerhin freiwillig hier und willst uns helfen. Ist hier wirklich nur zu Trainingszwecken da. Das finde ich gut. Wie gesagt, wir kriegen eine Belohnung, wenn wir das geschafft haben. Aha. Das ist gut zu wissen. Oh, 2 Radikals. Auch das sollten wir hinkriegen. Ja, jetzt verschwindet ihr beide, ist klar. So, auf gut Glück. Booms. Shit. Da sind sie. Einmal. Und 2-mal. Nee, was? Shana, wen hast du da oben gesehen? Weiß ich nicht.
Shana? Radikal auch. Immer noch nicht besiegt? Lass mich mal. Wo ist es denn? Ich hab's gesehen. Treffe ich so? Ja, gut. Wurde erfolgreich besiegt. Okay, aber viele Erfahrungspunkte kriegen wir hier scheinbar nicht, muss ich sagen. Finde ich ein bisschen schade. Aber hey. Jetzt flüchte doch nicht immer, nachdem du mich hier angemacht hast. Rutenschlag. Warum machst du das? Hypert! Shana, mach du das bitte. Okay, ich bin vielleicht ein bisschen... kleines bisschen zu übermütig, kann das sein? Du bleibst hier. So, kurz ein bisschen hochheilen. Und da ist die Treppe und wir heilen uns komplett hoch. So. Sind diese Dungeons lang? Ich weiß es gar nicht. Was? Besiegen das gegnerische Team. Vorsicht, deine Gegner sind zäh. Oh, what? Bam, okay, hier. Ja, sind zäh. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich erledige das Porenta hier. Und du, Shana, das Zickzacks, okay? Gegner sind zäh. Glaubst du ja, Shana, angreifen wäre ein bisschen besser gewesen, aber naja. So. Hab mich geschafft. Ah, du hast das Training erfolgreich beendet. Du bist würdig. Ohne Zweifel hast du dieses Training, bist du stärker geworden. Möge dieser Erfolg zu noch mehr Ehrgeiz anspornen. Habe ich jetzt da irgendwie ein Häkchen oder sowas? Ja, habe ich. Okay, dann machen wir als nächstes. Feuer machen wir noch nicht, nee. Wasser. Ja, Wasser. Ich würde gerne alle diese Trainings machen hier. Einfach nur, weil ich eine Belohnung kriege. Oh, sieht ultra schön aus hier. Komm her, kleines Quapsel. Das ist nochmal ein kleines süßes Quapsel. Bums. Und Level Up für Shana. Oh, fantastisch. Ja, ich fühle mich mit jedem Level Up ein bisschen sicherer. Aha. Und hier drin glaube ich auch nicht, dass man coole Items finden kann. Quapsel? Warum legst du dich mit uns an? Das ist nicht gesund, verstehst du? Ja, wenn jetzt... Wow! Uncool. Wenn jetzt nur Shana hier unterwegs wäre, ich glaube, sie könnte hier, wie gesagt, durch das Wasser durchwarten. Quapsel, du Bastard. Bist du wahnsinnig, mich hier schlafen zu legen und mich dann anzugreifen? Das geht ein bisschen zu weit, ja? Mein ja nur. Quapsel, ich sehe dich zwar nicht, aber ich treffe dich. Ha! Bams! Ich frage mich gerade, sind jetzt in allen Dungeons die Pokémon so schwach? Falls ja, könnte ich mich dann auch ohne Probleme mal dem Feuer-Dojo zuwenden. Weil die Gegner hier sind wirklich schwach, selbst wenn es Feuer-Pokémon wären. Damit kann ich leben. Und die Dungeons scheinen ja auch nicht wirklich groß zu sein. Ja, und das sind schon wieder die drei Gegner. Bams. Die können gar nichts. Mach mir dich platt hier. Oh, nicht One-Hit. Alles klar. Sie verfehlen sogar die kleinen süßen Quapsel. Ha. Shana, mach sie kaputt bitte. So, geschafft. Yeah. Ah, Training erfolgreich beendet. Du bist würdig, ohne Zweifel. Ja, wir machen gleich weiter. Trainieren. Nehmen jetzt die Pflanzen, das Pflanzentraining, ja. Passend für mich. Ja, gut. Gut. Ich meine, wie gesagt, hier unten kann man trainieren, aber man kann auch einfach nur gleich weitergehen. Wir wollen ja, wie gesagt, alle machen. Alle Trainings. Oh, das sind gleich 4 Stück. Okay, das ist jetzt nicht ganz so gut, weil Shana dürfte ziemlich guten Schaden kassieren. Aber, nee, komm, die sind schwach. Mach erst das Knilz kaputt. Und da oben ist Sonnenkern. Das sieht so toll aus. Hallo, ich bin Sonnenkern. Hypnose. Nein, Shana. Wow, Shana macht ultra viel Damage. Ist ultra toll. Oh, Sonnenkern. Komm schon, tu mir doch nicht weh. Aber sieht total süß aus. Sonnenkern. Ich werde langsam böse. Nimm das. Sorry, es musste sein. 16 Erfahrungspunkte. Super. Ah, erfolgreich beendet. Hier, du bist würdig, ne? Du weißt schon.
Okay, wisst ihr was? Ich wage es. Feuertraining! Ansonsten muss ich als Schana hier ein bisschen den Vortritt lassen, aber ich glaube, das geht schon in Ordnung. Schneckmack. Hallo, Schneckmack. Bums. Okay, es reicht nicht ganz. Aber ich habe noch Steine. Wie viele Steine habe ich eigentlich? Noch zwei. Shit. Shit, das ist jetzt nicht ganz so viel. Das ist jetzt halt echt nicht ganz so viel. Okay. Bisschen vorsichtiger sein, aber nur ein bisschen, ich meine. Nicht in die Lava laufen, das würde wehtun. Ja, und das ist nicht nur bei den Pokémon so, Leute. Haltet eure Finger nicht in Lava. Das könnte nicht so schön ausgehen. Ach du Scheiße! Drei Feuer-Pokémon. Shit, die ich nicht One-Hit killen kann. Verstecke mich hinter Schana. Ja. Das muss sein. Was? Steinwurf! Okay, schwache Attacke. Bitte zuerst Ponita erledigen, Schana. Ich sagte erledigen. Nein, Schana schläft. So, Ponita ist weg. Oh, Schana, fantastisch. Jetzt schläft sie aber. Nee, sie schläft nicht. Erst jetzt schläft sie. Aha. Alles klar, gut. Und von hier aus kann ich dann auch Magpie ohne Probleme erledigen. So. Ging doch gut. Ging doch echt gut. Ah, es war ein erfolgreiches Training hier. Na, du weißt schon. Als nächstes haben wir Elektrotraining. Okay, Schana muss ein bisschen aufpassen, aber das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja, so auf jeden Fall. Oh, hier drin sieht es aber cool aus. Was gibt es denn hier für Pokémon eigentlich? Ich möchte nur kurz eines sehen. Hallo? Okay, dann halt nicht. Doch, hier ein Voltoball. Kleines Voltoball. Geh weg. Ich hab verfehlt. Das ist ein schlechter Start. Was? Verarsch mich nicht. Was zum verdammten... 134. Ja, das ist eine große Zahl. Aber... Warum habe ich jetzt die ersten drei Mal komplett verfehlt? Ist nicht so schön. Ihr gebt auch nicht große Erfahrungspunkte, merke ich gerade. Ihr seid schwach, deswegen mache ich so viel Damage. Okay, aber es sind immer nur drei Ebenen scheinbar. Das ist... Oh, ich habe mich gar nicht gesehen. Warum ist mein Rasierblatt so ungenau? Warum? Reicht ein Tackle? Ja, es reicht auch aus. Gut. Und weiter. Ebene 3. Vier Gegner. Okay, Moment. Ich greife mal an. Kann damit bereits ein Vieh erledigen. Dann das hier. Ja, ich muss Schana ein bisschen... Okay, Schana erledigt das auch. One-Hit. Super. Bums! Nein, ich bin paralysiert! Schana, nicht Heuler! Nicht Heuler, das ist nicht so gut. Verdammte Paralyse. Oh, Schana kriegt das hin, ja. Ohne Probleme. Dürfte ich mich mal wieder bewegen? Danke. Hat jetzt lange gedauert. Ja, Training erfolgreich. Oh, du bist würdig. Hahaha, ha, ha, ha. Super Sache das. Okay, was haben wir als nächstes? Eistraining. Auch nicht ganz so gut, aber auch das sollten wir hinkriegen. Okay, die Treppe ist ausnahmsweise mal nicht gleich da, wo wir sind. Da schläft ein Quiekel. Gegen Quiekel haben wir schon gekämpft. Booms. Ja, unser Schaden ist gut. Unser Schaden ist halt echt gut. Da ist eine Sackgasse. Keifel, du bist eine größere Bedrohung. Obwohl ich halt so viel Damage mache, das ist fantastisch. Nochmal ein Keifel. Da unten kommt noch eines, habt ihr gesehen? Nee, es kann gar nicht zu uns stoßen. Naja, umso besser. Ich möchte auch eigentlich, wie gesagt, nur die Belohnung haben. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Vielleicht ist es ein cooles Item oder so. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Bums! Und ja, wie gesagt, so ein extra Training. Da sage ich nicht nein zu. Ist echt gut. Hier haben wir dann nur drei Pokémon. Ist in Ordnung. Schaffen wir.
Na, für Schnäppke hat's nicht gereicht. Shana braucht unbedingt eine Fernkampfattacke. So, Schnäppke ist weg. Shana, warum greifst du nicht an? Ja, am besten erst Keifel. Okay, Shana erledigt Quiekel, kein Problem. Pulverschnee. Ja, macht nicht so viel Damage zum Glück. Und das war's. Gut, wir sind stark genug. Wir sind stark genug, um diese Missionen zu beenden. Er möge der Erfolg dich noch mehr anspornen. Hier, was willst du als nächstes tun? Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kampf- und Bodentraining machen wir jetzt noch, okay? Ich bin hier ein bisschen übermütig. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Werden die Dungeons immer schwerer? Oder, ja, wobei, ich denke nicht. Nee, ich denke nicht. Na, weil sie so kurz sind, verbrauchen wir auch keine Items. Und somit sind sie eigentlich super, um zu trainieren. Und trainiert, ja, das haben wir eigentlich quasi noch nie, fällt mir gerade auf. Noch nie so richtig. Wir sind immer gleich der Story gefolgt. Und deswegen hatten wir vermutlich auch so Probleme gegen diese legendären Vögel. Ja, sollte man halt schon nicht unterschätzen. Booms! Gibt's nicht irgendwie ein Item... Bam, ich nehme mit. Gibt's nicht irgendwie ein Item, das mein Rasierblatt irgendwie... die Genauigkeit erhöht? Das wäre super. Oh, ein Kickli! Oh, ein Kickli! Sieht toll aus. Naja, es geht. So, dann Rabaut. Bums und eventuell, Shana, schaffst du Kickli. Ebenfalls One-Hit. Nee, nicht mit Tackle. Energiefokus, komm schon. Shana, ich wollte dir jetzt nochmal eine Chance geben, aber... Dann mache ich das halt. Warum hält das Vieh so viel aus? Weiß ich nicht, aber wir haben es geschafft. Ja, das war fantastisch, super, du bist würdig, ne? Mach weiter so. So, wie gesagt, Bodentraining machen wir jetzt noch. Den Rest machen wir dann im nächsten Part. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht besonders spannend, aber... Es gehört dazu. Oh, ist das toll, wenn's... Oh, what? Habt ihr gesehen? Die Attacke ist verdammt stark und schädigt nicht nur mich, sondern auch Shana und alle, die da sind. Okay, vor Boden-Pokémon sollte ich mich in Acht nehmen. Ich habe verstanden. Und das sind gleich zwei. Aber wenn sich Dick da durch die Erde fortbewegt, seht ihr das? Es gräbt sich ein und erst dann setzt es seinen Weg fort. Sieht fantastisch aus. Aber wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Angst vor denen. Da unten ist noch eines. Ja, solange kein Erdbeben oder Intensität kommt, dann kann ich damit leben. Aber ansonsten habe ich ein bisschen Angst vor. Funfy, ja, von dir haben wir bereits eines rekrutiert, ja. Hat sich sehr gut bewährt, muss ich sagen. Treppe? Bist du hier irgendwo oder wurdest du vergessen hinzuzufügen? Ist alles möglich. Bums. Da ist sie. Ich hoffe... Der, in Anführungszeichen, Bosskampf besteht nicht aus drei Diktas oder so. Das könnte fatal werden. Aber aus zwei! Shit! Okay, das Dikta muss zuerst weg. Nein! Verfehlt! Das war nicht gut. Das war ganz und gar nicht gut. Erstes Dikta. Warum? Intensität 4. Okay, 4 geht's. Aber es nehmen alle Pokémon Schaden. Das ist gut. So. Na endlich, mein Gott. Ja, Funfy ist nicht so stark. Nee, er ist die Dikta. So, das war's. Schade, erledigt das Vieh. Was heißt das Vieh? Es ist ein tolles Funfy. Und dann machen wir gemeinsam noch das hier platt. Und dann haben wir es geschafft. Fantastisch. Nee, erfolgreiches Training, bla bla blubs, danke, du bist würdig. Super, Leute. Genug trainiert. Ich würde sagen, das war's erstmal für heute mit Pokémon Mystery Dungeon. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!